Jo Leute, wir waren, also ich und meine Freundin, die möchte natürlich nicht ins Video, ist ein bisschen schüchtern, auf der Gamescom. Ich glaube, kurz nach 9 waren wir schon da. Und jetzt muss ich mal gerade selber überlegen, was ich mir da angeguckt habe. Als erstes haben wir ganz durch Zufall, wir waren erst bei Forza Horizon. Xbox-Stand von Microsoft und ich muss sagen, man konnte jetzt nur ein Rennen fahren, aber insgesamt war das halt eine sehr coole Sache, habe ich leider nicht so aufgenommen. Einstellungstechnisch keine Ahnung, ich habe da nur, glaube ich, die Traktionskontrolle und so rausgemacht. Auf jeden Fall kann man sich, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen darauf freuen. Dann haben wir, Battlefield Hardline, das war aber auch nur durch Zufall, weil die Schlange halt sehr leer war. Hat mir sehr gut gefallen, wenn ich mir vielleicht für PC vorbestellen, kommt ja erst 2015. Ansonsten habe ich noch für euch ein paar Eindrücke als Video. Und auch ein bisschen Gameplay von, ich glaube, Project Cars war es, genau, auf der PS4. Das war das erste Mal überhaupt auf der PS4, dass ich gespielt habe. Genauso wie Battlefield auch. Und ja, Project Cars, da konnte man mit der Formel fortfahren, war ganz lustig. Mit Wetterwechsel, also das Regen, das Wettersystem mit der abtrocknenden Strecke zu sehen. Und hat sich auf jeden Fall sehr cool gefahren mit Controller, mit der PS4 sah auch sehr cool aus. Und ja, da habe ich auch noch ein paar Eindrücke von so einem anderen Spiel, das heißt Motor Cycle Club. Kann ich euch auf jeden Fall auch mal reinschneiden, beziehungsweise wenn ich es nicht zwischen reinwerfe, ein paar Cuts reinmache, also auf jeden Fall Project Cars habe ich aufgenommen, werde ich jetzt auf jeden Fall mal reinschneiden. Ja, und wie gesagt, ansonsten habe ich halt noch Motorcycle Club gesehen, ist aber nicht großartig erwähnenswert. Morgen sind wir auch wieder auf der Gamescom, da werden wir mal schauen, was wir noch so sehen. Ansonsten haut rein, bis dann, ciao!